Was geht ab? Was geht down? Ich bin Moses Pelham, ihr seid's nicht. Und das hier ist das Making of Neu. Was machen wir, Martin? Mischen. Mischen. Bisschen mitmischen. Ja. Wir mischen ein bisschen mit. Ey, wir mischen jetzt wirklich seit gefühlten 5 Wochen so tief drin. Eigentlich vor allen Dingen so tief drin. Jetzt sind noch 2 andere Titel dazugekommen. Findest du das auch so, Martin? Nee, aber jetzt wirklich, wie lange mischen wir jetzt so tief drin? Na gut, wir mischen ja so, wenn wir anfangen damit und den Titel haben wir ja, was weiß ich, erst mal vor Monaten aufgenommen. Warum sind wir da jetzt schon wieder dran dann? Weil wir irgendwie gucken, ob wir da mehr Bass reinbringen. Ah, mehr Bass! Können wir auch im Logo was machen. Also ich muss dazu sagen, dass also vor allen Dingen ich, glaube ich, die letzten Wochen damit verbracht habe, überall Bass loszuwerden. Ist alles nicht so einfach. Das hatten wir als Feind identifiziert und überlegen es uns jetzt anders. Ich glaube, nimmt auf. Okay. Was haben wir da? Das ist ein Teil von Park. Ich habe mich in so ein Anti-Raucher-Programm eingetragen. Du als Besitzerin dieser ganzen Psychiatrie- und Zwangseinweisungssache. Habe ich einfach so die Macht so über Park und deswegen, wenn du verkackst, kann ich ihn zwangsläufig lassen. Das ist echt toll. Aber ich bin quasi fast drin. Ja. Da wird dir halt das Rauchen ein bisschen schwerer gemacht halt. Beispielsweise wird deine Zigarettenschachtel halt dann so verklebt und so. Kriegst dann aber auch nicht einen Zettel dazu. So ein gangster Shit. Und es hilft tatsächlich, weil man halt, ich hätte jetzt schon wieder eine Kippe geraucht. Und in der Zeit machst du dann Handarbeit. Was ich ein bisschen asozial fand, dass der Martin dann gesagt hat, ich sollte vielleicht zur Rache in Peppers Schwarzkümmelöl urinieren. Also habe ich gesagt, Martin, nein! Ist dreckig. Tut weh! Nee. Nein! Nein! Wenn man sich so hart verdient hat, dann schmeckt es auch nochmal ganz anders, ja. Muss ich echt sagen. Was? Wer bist du denn? Kenn ich gar nicht. Schicken die mir eine Transe auf die Bühne. Sehr schön. Sehr schön. Was? Wer bist du denn? Schicken wir eine Transe auf die Bühne. Es ist Uff nicht auf. Uff. Das ist gleich mal klarzustellen. Ach, das sagt er auch noch. Schicken wir eine Transe auf die Bühne. Auf die Bühne. Ja, das sagt er auch. Nee, das ist einfach eine ganz andere Geschichte. Ach, das sagt er auch schlimmer wieder. Zu der Ricky, ja. Eine Collage. Der fragt praktisch so, der fragt sie, ja, und wer bist du denn? Sagt sie, Ricky. Und dann sagt er, ein Junge? Ob du ein Junge bist? Schicken wir eine Transe auf die Bühne. Also, das ist der Zusammenhang. Kontext kann man auch sagen.